Letzte Folge haben wir uns mit Sandermeer beschäftigt und sind dann zum Schluss gekommen, eben neben der Tatsache, dass es einmal die normale Form aus Kanto und die Regionalform aus Alola hat, dass es weitgehend über seine Fähigkeit geht, je nachdem welche Form es ist, ob die normale Form aus Kanto oder die Regionalform aus Alola, eben einmal Sandsturm oder einmal, ich glaube das war Schneemantel, und dann eben darauf aufbauend seine Attacken nutzen kann. Und heute gehen wir zum ersten Mal wieder zurück zu einer Pokémon-Evolutionsreihe, die gleich drei Stück hat. Also jetzt, die letzten Folgen hatten wir ja immer nur Basisform plus eine Entwicklung und das war dann letztlich die Endentwicklung. Jetzt haben wir jetzt wieder Basisform, Weiterentwicklung und Endentwicklung. Und nicht nur das kommt zurück, sondern es kommen jetzt auch die Gegenstücke, die wir relativ am Anfang hatten, bei Hornliu zum Beispiel oder bei Raupi. Und jetzt haben wir eben, dass wir hier die weibliche Form von Nidoran haben, die eben das Gegenstück zu Nidoran männlich bildet. Heute fangen wir eben mit Nidoran weiblich an, mit dem Typen Gift seit der ersten Spielgeneration, also aus der Kanto-Region, was die Basisform von Nidorina bildet und wo die Endentwicklung Nidoqueen ist. Zum Aussehen, da ist Nidorin weiblich ein kleines wirbeiniges Pokémon, hat hell sowie dunkelblaue und türkise Farben, also halt blau gehalten. Und der Großteil seines Körpers ist dabei hellblau und mit einigen wenigen dunkelblauen Flecken gemustert. Und das Innere seiner Ohren ist türkiser Farbe und das Gift-Pokémon hat einen gedrungenen, rundlichen Körperbau. Auffällig sind dann seine großen Ohren, die wie der Rücken mit Stacheln besetzt sind. Und das Gesicht setzt sich dann aus den beiden Augen, der abgerundeten Schnauze, dem Mund und den vier Tasthaaren zusammen. Dabei bestehen jeweils die beiden Augen aus weißer Lederhaut, haben rote Iriden und weiße Pupillen. Zu den Beinen, die relativ kurz sind, die haben an den Füßen dann noch jeweils zwei Krallen. Und in seiner Shiny-Form ist das Pokémon eben wie sein Gegenstück gefärbt. Das heißt, wir haben hier eine leicht lilane Form. Da werden wir dann eben, damit ihr das vergleichen könnt, in späteren Folgen drauf kommen. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, das müsste in drei Folgen sein. Da kommen wir dann zu Nidoran männlich. Und seine Flecken in der Shiny-Form von Nidoran weiblich sind nun in einem dunkleren violetten Farbton gehalten und die Innenseite seiner Ohren oder ihrer Ohren sind grün. Tatsächlich haben wir hier bei den Attacken und Fähigkeiten extrem wenig, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube sogar, das Pokémon ist jetzt mit den wenigsten. Und zwar, Nidoran weiblich kann dann nämlich durch Levelaufstieg keinerlei spezielle Attacken erlernen. Das ist schon mal der erste Punkt. Trotzdem ist sein physischer Angriff nicht deutlich höher als sein spezieller. Jedoch verstärkt seine versteckte Fähigkeit Überreifer seine physischen Attacken. Und seine Fähigkeit Giftdorn hat es aufgrund seiner giftigen Stacheln auf dem Rücken und seinem giftigen Horn. Und das ist tatsächlich schon wieder alles, was wir zu den Attacken und Fähigkeiten zu sagen haben. Also sehr wenig tatsächlich. Zu den Typ Schwächen. Gift ist eine mit etwas weniger Anfälligkeiten. Das könnt ihr auch im Internet nachgucken, wieso die Typanfälligkeit ist, welche Typen da die meisten bzw. die wenigsten Anfälligkeiten haben und Gift ist da etwas weiter oben. Das sehen wir auch daran, dass wir hier zum einen schon mal nur halben Schaden gegen Pflanze, Kampf, Gift, Käfer und Fee-Attacken und gerade mal doppelten Schaden gegen Boden- und Psycho-Attacken, wogegen dann eben der Rest, also sehr viele Attacken im normalen Bereich sind. In Generation 1 allerdings ist Käfer doppelten Schaden und doppelter Schaden und nicht halber Schaden, das heißt, da verändert sich das nochmal. Aber ansonsten, mittleren Generationen bleibt das so. Ob
es dann mehr Attacken und Fähigkeiten quasi in seiner Entwicklung oder mit ihrer Entwicklung, Entschuldigung, Nidorina hat, werden wir dann sehen in der nächsten Folge.